Zombies und hallo, meine Freunde. Mal gucken, was wir heute machen. Ach so, ja. Ah, ja, ich weiß es. Wir wollten zum Boss. Eine Etage zu früh. Hör auf zu schlagen! Oh, ist wieder eines dieser... Eines dieser blöden Fehler, ja? Mach die Karte auf, so. Wir könnten auch... Wir gehen einfach hier über den Tempel her. Ach, ich bin auf meinen Speed-Click-Button gekommen. Sehr nützlich, wenn ihr Clicker-Games spielt. Das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Also entweder den Button oder so ein Clicker-Game. Oh, das ist ja cool, wir müssen gar nicht mehr... Krieg uns doch Geld. Wir müssen nicht mehr hinter dem Geld herrennen. Es rennt jetzt hinter uns her. Sehr cool. Vielleicht erhöht das meine Einnahmen. Also, ich habe keine Ahnung, ob wir den Boss platt kriegen. Ich plädiere auf... Nö. Aber zumindest sah er in dem Video nicht... Achso, wir müssen ja nicht mehr. Er sah in dem Video nicht schwer aus. Das motiviert doch dann schon mal. Wenn ich jetzt allerdings konnte der Typ auch dashen und hin und her wursteln und machen und tun und wir können nichts davon. Ich finde das aber cool, dass wir jetzt sehen, wo wir sind. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber ihr müsst zugeben, ich habe mich gemacht. Sonst wäre ich schon lange tot gewesen. Was jetzt auch geht, was ich gelernt habe. Moment. Das nicht. Oh. Ja, ich habe gelernt, wie man auf Stacheln stirbt. Awesome! Ach, fick. So war das natürlich nicht geplant. Nein, ich meinte eigentlich, was ich gelernt habe, ist, wenn ihr auf Stacheln seid, dann kann man die ab jetzt umgehen. Ich habe Buttons gelernt. Sehr, sehr cool, dass die quasi unendlich Reichweite haben, die Viecher. Das heißt, wir können jetzt egal was töten. Woo! Bevor wir zum Boss gehen, hole ich mal eben unseren kleinen Schatten zurück. Warum mache ich das eigentlich? Keine Ahnung, aber es macht Spaß. Ich war mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich Hollow Knight spielen möchte, weil das Spiel wirft einen nicht nur ins kalte Wasser und sagt, hier, mach mal. Sondern es gibt einem auch überhaupt keine Richtung vor, gar nichts. Ich weiß eigentlich immer noch nicht, was wir machen müssen. Das mit dem Boss ist nur so eine Peilung. Aber wisst ihr was? Vielleicht dürft ihr ausnahmsweise mal mitreden. Entscheidet doch einfach mal, ob wir Hollow Knight dieses Jahr noch lange spielen sollen. Nein, verdammt, eins zu früh. Oder ob wir es lieber lassen sollen. Weil uns zum Beispiel das Spiel nicht gefällt. Hast du dich gerade... Gosh, selbst mein Schatten ist so blöd. Ernsthaft jetzt? Mein Schatten hat sich gerade auf dieselbe Idiotenweise umgebracht wie ich? Sehr toll. Wieso funktioniert das nie? Wenn ich runterfalle und schlage, dann möchte ich, dass ich dieses Vieh dann auch treffe. Oh, wir haben 90 Münzen. Eigentlich habe ich schon keinen Bock mehr auf den Boss. Wollen wir nicht lieber den kleinen Boss erstmal machen? Der ist nämlich hier oben. Der ist viel kleiner, der ist viel putziger. Das ist schon, was ich meine, oder? Aber wenn nicht, dann bist du es jetzt. Den von eben. Aber der ist ganz oben rechts, ne? Da hätten wir gar nicht so weit gemusst. Ist egal. Hier übrigens, wo ich jetzt gerade drin stehe, da war dieses kleine Vieh, dieses Würmchen, was wir retten mussten. Das haben wir auch bei einem ganz früheren Let's Play, haben wir das mal gehört. Da hat es gejault und ich habe noch gesagt, ah, da müssen wir höher, da müssen wir woanders hin. Und das war hinter der Wand. Ja. Was war nochmal hier? Außer das meine ich. Eine dunkle Gegend. Leonsche. Ohne Dinger. Okay, ich bin gerade nur etwas verwirrt gewesen. Es kam mir so vertraut vor und dann doch irgendwie so nicht. Ah, dafür ist die Laterne bestimmt, die wir kaufen müssen. Für solche Gegenden. So, wenn ich mich richtig erinnere... Gehst du jetzt bitte mal da hoch? Das ist der Nachteil an der Tastatur. Du kannst solche Sprünge machen. Oder solche, je nachdem wie lange du drückst. Okay, wie hat er den letztes Mal angegriffen?
So zum Beispiel schon mal nicht. Kurz heil. Ich würde sagen, ich habe ihn gerade resettet, kann das sein? Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das mit Tastatur gerade ist, ne? Kann man nicht mal wieder eine Anzeige kriegen? Nein! Ja! Wir haben ihn überlebt! Awesome! Puh! Das tut gut! Oh, tut das gut! Oh, das ist gut! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen! Kein fucking Scherz! Oh, die Hand tut voll weh! Oh, ich muss mir einen Controller besorgen, das geht gar nicht! Oder ich muss die Tasten irgendwie umlegen. Das ist übel, mit WASD und Leertaste so zu springen und dann gleichzeitig zu agieren mit anderen Tasten und parallel zu schlagen und Maus und... Oh. Kranker Scheiß, Mann. Ich hatte gerade das Gefühl, ich hätte mal was ausprobieren wollen. Fällt der Stachel hier oben runter? Ha, das wollte ich testen. Danke. Oh, Alter. So, ist der richtige Boss? 150. Das ist. Da können wir uns schon einiges verkaufen. Lass erstmal zur Stadt gehen. Wir kaufen uns einen Kompass. Dann haben wir schon mal 100 Münzen weg. Aber wir haben zumindest was Nützliches. Ne, nicht Kompass. So eine Banknadel heißen die Dinger. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese ganzen Nadeln sind. Aber meine Vermutung lässt darauf schließen, dass das einfach Kartenmarkierungen sind. Boah, ich hab den Miniboss besiegt. Ich bin so stolz gerade auf mich. Boah, mein Finger tut voll weh. Ah, übel. Beim nächsten Mal haben die Tasten hoffentlich anders. Okay, Bank. Kokon. Hirschkäfer. Das war auch nicht schlecht. Hirschkäferstation freischalten. Keine Ahnung, was heiße Quellen sind. Bank wäre schon ziemlich geil. Da können wir speichern. Kokons. Hirschkäfer. Da können wir schnell reisen. Nehmen wir Hirschkäfer, komm. Wir wollen ja nur ein bisschen Geld loswerden. Oh, Moment mal, wenn ich jetzt zu dem Boss gehe. Mit der Steuerung. Ich brauche übrigens so einen Supersprung. Irgendwas. Weil, ich habe nämlich was entdeckt. Mach mal Karte auf, Kleiner. Da unten rechts. Ganz unten rechts. Ey, warte mal, das können wir viel schneller machen. Ganz unten rechts auf jeden Fall ist... Was ist das? Ein Schneckenschaman. Und von dem habe ich gelesen, kriegen wir einen besonderen Bonus. Also einen neuen Skill. Aber das Dumme ist, da komme ich nicht hoch. Da fehlt ein beschissener Zentimeter. Und, schaffen wir den Boss noch? Ich weiß auch nicht, wo wir einen Doppelsprung oder so herkriegen. Aber wir müssen das irgendwie mal schaffen, oder? Es muss doch irgendwas geben, wo wir als nächstes hin müssen, auf jeden Fall. Würdest... Egal. Coole Animation! Babes! Nee. Zeitig schaffen wir den Boss nicht mehr. Aber wir gehen jetzt dahin. Speichern. So. Und wenn wir da sind, dann kommt jetzt der ganze Zauber. Wir machen nämlich aus. Ja, das war der Zauber. Genial, oder? Oh Mann! Diese Steuerung ist so abgeranzt. Ja, ich könnte sie bis dahin noch ändern, aber ich muss dafür das Spiel jedes Mal neu starten. Ich weiß nicht warum. Aber wir knappen uns jetzt den... Oh, wer ist das? Ja, den schnappen wir uns jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir überleben das bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal auch. Findet es doch einfach heraus. Lasst mir ein Abo da und kommt nächstes Mal wieder mit zu Hollow Knight. Das war wie gesagt Hollow Knight und ich bin euer Wolf. Valadoeris.